Ja, hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Firewatch. Und wir stehen jetzt hier am Abhang und sollen uns eigentlich hier runter abseilen, um diese Rowdies da mit dem Feuerwerk zur Rede zu stellen. Ja, allerdings kann ich mir nur den Karabiner anschauen, aber mich nicht festmachen. Das ist schlecht. Sind wir überhaupt hier an der richtigen Adresse? Ja, wir sollen das Seil aus dieser Box mitnehmen. Das haben wir doch aber eigentlich gemacht, hätte ich gedacht, oder? Schauen uns noch mal an hier. Ich hätte eigentlich gedacht, dass wir das gemacht haben, aber wir können doch gerne noch mal zurückgehen. Mal kurz rennen hier. Ja, da können wir gleich mal den anderen Weg zurückgehen. Ja, ich habe mich in der Zwischenzeit mal ein bisschen belesen. Ja, ich habe mich belesen und zwar, wie das so mit den Feuertürmen hier bei uns in Deutschland ist. I take it you fell prey to the Forest Service's big recruiting effort when it comes to, you know, how the hell you ended up out here. Actually, I went looking for the job. I just wanted to get out of town for a while. Well, you've come to the right place. Thanks to last summer, we got a bump in Forest Service budget and can actually afford to have you. What happened last summer that accounted for this, windfall? Jeez. I mean, the federal government almost let Yellowstone National Park burn to the ground? Ring a bell? Yellowstone is, like, what, 15 miles away? Why would they do that? Well, the short story is that for 60 years, we got very good at not letting forest fires happen. And then about 15 years ago, they decided that forest fires in wilderness areas like Yellowstone should be left to burn. So that's what they did. I can't believe you didn't hear about this. There were reports that the entire park was gone. Dan Rather telling the country that President Reagan didn't care on the nightly news. I mean, what the hell's he gonna do? Smoke jump in and snuff one out for the Gipper? So what should they have done? I don't even know. By the time the Yellowstone folks realized the little fires weren't going to burn themselves out, 100,000 acres were gone. It's Yellowstone, you know? People don't want to touch it. But we touch it every single day. But hey, I got a 30 cents an hour raise because we can't have another fiasco. Like the goddamn park can burn down again. Ja, also wir haben jetzt hier ein paar Hintergrundinformationen bekommen, was hier eigentlich passiert ist und warum die Stelle überhaupt frei geworden ist. Es war nämlich so, dass hier ein großes Feuer gewütet hatte und aufgrund von Sparmaßnahmen davor, ja, waren nicht alle Feuertürme besetzt und da ist fast, also nicht der ganze Park niedergebrannt, aber es sind schon große Teile niedergebrannt und aufgrund dessen hat man nun jetzt neue Stellen geschaffen und ja, auch Delilah, hat einen, ja, wie soll ich sagen, hat eine, ja, Gehaltserhöhung bekommen. 30 Cent, glaube ich, waren es. US-Dollar Cent waren es pro Stunde, also nicht sehr viel. Und dadurch ist der Job frei geworden hier bei uns im Lookout. Und ja, dadurch haben wir den, war es erst möglich, den Job überhaupt zu bekommen für uns. Und wir haben das Seil jetzt endlich gefunden. Ich hatte es vergessen mitzunehmen. Das war ein bisschen blöd von mir. Und wir seilen uns jetzt einfach mal hier ab. So, runter hier. Eieiei, scheiße. Wir sind runtergefallen. Wir sind abgerutscht vom Seil. Ach. Und unser Seil ist weg auch noch. Na super. Das passt ja perfekt. Hey. What the hell's wrong with you? My rope snapped coming down the shale slide. You didn't break anything, did you? No. I think I'll make it. Well, be careful for Christ's sake. Ja, also unser Seil ist gerissen. Ja. Wahrscheinlich, weil es schon so lange da in der Box drin lag und weil es schon ziemlich alt war und ja. Naja. So, wir haben uns aber nichts gebrochen, uns geht's gut. Und was ich eigentlich erzählen wollte über diese, ja, Brandwächter in Deutschland, in Brandenburg oben ist es ja so, dass die
ja, dass da so Sandboden ist und Kiefern, viele Kiefern sind. Und da gibt es auch immer solche Leute, die Ausschau halten oder gab es. Ich möchte sagen, gab es. Und ab Waldbrandstufe 1, glaube ich, mussten die dann auch immer, ja, ausrücken und sich auf diesen Feuerturm da, ja, Dienst schieben, mussten sich da niederlassen. Es war aber nicht so gut ausgestattet wie hier. Also nichts mit Bett und so, sondern ich glaube, das waren wirklich nur während des Tages und der Nacht. Die sind dann wirklich wieder nach Hause gefahren, ja. Und seit neuestem gibt es so ein Kamerasystem, das Waldbrände automatisch erkennt. Und ja, da fallen sogar diese Posten dann weg für die ganzen Leute. Also gibt es ein bisschen weniger Jobs auch so. Ja, ich sag mal. Ja. Auch so eine Art, wo jetzt Jobs wegfallen, wo die Technik dann sozusagen übernimmt. So, wir haben hier noch ein alter Anseilpunkt hier gefunden. Und ja, ich würde sagen, wir reporten das mal. Hey, there's a tie-off point off here, just a little way from the shale slide. Well, you ready to get back on that horse, huh? Well, I can't go any further, is what I'm saying. That heads south down to the creek, but you should be able to get to the lake just by continuing west. Without any, you know, mountaineering. All right. It's a long summer. You can explore later. Okay, also wir sollen uns jetzt wirklich erstmal um diese, ja, Leute da kümmern mit dem Feuerwerk. Und wir können das dann noch später untersuchen, hat uns Delilah gesagt. Ja, und hier sollen wir jetzt. Ah, oh, hier sind wir auf einer kleinen Lichtung angekommen. Das sieht aber auch toll aus. Oder? Also so richtig atmosphärisch. It is a hell of a nice camping spot down here by the lake. I haven't been down there in years, but yeah, Jonesy Lake area is perfect. Ja, das sieht gut aus. Schön hier Wiese. Paar Vögel zwitschern und das ist wirklich gut zum Campen hier, was er gerade gesagt hat. Das ist wirklich gut zum Campen und was liegt. Oh. Ach, um Gottes Willen. Hier liegen schon ein paar Bierdosen rum von diesen, ja, Leuten, die wahrscheinlich das Feuerwerk da gemacht Letting haben. a bunch of empty beer cans, they threw them all over hell. The idiots down at the lake? Yeah, them. I just found where they're hanging out. So, wir nehmen die natürlich mit. Und was haben wir hier eigentlich? Red Eagle, brewed in Wyoming, also einheimisches Bier. Sind wahrscheinlich wirklich Einheimische, die sich hier auskennen. Und ganz ehrlich, wenn man schon schwarz campt, ist ja meine Meinung, dass man seinen ganzen Scheiß, den man da verbraucht, an Verpackungen etc., dass man den wieder mitnehmen sollte. Das ist ganz persönlich meine Einstellung, das mache ich auch immer so. Und da gab es bis jetzt nie Probleme. Aber das dauert einfach Ewigkeiten, wenn das hier verrosten soll und verrotten soll. Und da ist doch besser, das mitzunehmen, dass das dann ordentlich entsorgt werden kann. So, wir nehmen das jetzt alles mit und räumen quasi hinter diesen Idioten auf. So, hier noch eine, schön zusammengeknüllt auch noch. Hier noch eine, zack. Und die hier. So, und dann haben wir erstmal hier keine mehr, oder? Doch, hier unten sehe ich noch eine. So. Und jetzt müsste das erstmal so alles gewesen sein, also. Ah, das ist echt eine Schweinerei, sowas, muss man ganz ehrlich sagen. Das ist echt eine Schweinerei. Aber das hier ist natürlich ein super Spot zum Campen, ja. Oh, und da sind zwei Rucksäcke noch. Und das Feuer sieht auch noch so aus, als ob es noch nicht so ganz lange leer ist. Und wir haben auch noch Raketen, sehe ich da wieder. Oh shit, Und. Ferreter Irish. Whisky oder was ist das hier? Whisky? Single Malt Whisky. Und ja, gut, den packen wir einfach mal ein, ne? So, vielleicht können wir den ja trinken später. So, hier noch eine Bierdose. Und noch eine Bierdose. Ja, ist natürlich auch super. Natürlich auch super, wenn man jetzt hier losgeht und das Feuer so ausgucken lässt, ne? Wenn es richtig trocken ist, dann kann sowas natürlich sehr schnell in Waldbrand ausarten. Oh, look, they decided to have a campfire too.
You know, they color-coded the fire danger signs in case people were illiterate. But I guess that doesn't take into account just plain stupid, does it? Also Delia regt sich auch auf. Und ja, wir können es austreten, komm. Wir versuchen es auszutreten. Nochmal zur Sicherheit. So, die Frage ist, ist das jetzt wirklich aus, oder? Ich hoffe, das ist jetzt aus, weil gerade in so einer trockenen Gegend hier kann das sehr, sehr schnell passieren, dass das dann, ja, dass da Funken übergehen auf das trockene Gras und dann brennt das alles, ja. So, Raketen. Found the fireworks. They didn't even try to hide them. Well, confiscate them. So, wir nehmen die jetzt einfach mit. Ja, zack. Noch hier. Bier nehmen wir auch noch mit. So, haben wir jetzt hier so alles. Klamotten sind hier auch noch. Aha. Okay. Wir gehen aber erstmal jetzt zu den Rucksäcken. Warum lassen die ihre Klamotten und ihre Rucksäcke hier? Verstehe ich nicht. Sieht ja aus, als ob die ganz schnell aufgebrochen sind. They left their packs tied up here. Don't fuck with them. The last thing we need is some hikers filing a report about harassment. Okay, wir sollen die Rucksäcke in Ruhe lassen, wurde uns gesagt. Und jetzt schauen wir mal hier. Well, they left their clothes out to dry. It looks like two people. What if they're naked? Won't that be exciting? Look, they're obviously still there, so tell them off and then head back. Okay, anscheinend sind die wirklich noch hier. Und wir haben gerade gefragt, was wir machen sollen, wenn sie nackt sind. Und Delia hat gesagt, dass das wahrscheinlich nicht so spannend sein wird, die nackt zu sehen. Von daher, mal schauen, was uns da jetzt erwartet. Oh, da ist noch was. Ist das ein BH? Das ist ein, okay, das ist ein BH. Ja, so ein bisschen Push-Up oder nicht Push-Up, was meint ihr? So A, B? Ich habe keine Ahnung. Okay. Untersuchen wir mal. Das ist ganz wichtig. So, den haben wir nicht mitgenommen. Okay. So, aber abgenommen und hingeworfen, natürlich auch super. I found a bra. A nudie pyromaniac. Remain professional. Okay, wir sind also professionell verhalten. Ja, und hier ist noch die passende Unterhose dazu. Wie war das immer, wenn sie... Da gibt's doch so ein Bild, glaube ich, so ein Meme. Wenn sie die passende Unterhose zum BH trägt in derselben Farbe, dann hast du es irgendwie... Dann hat sie ausgesucht, heute Nacht mit dir Liebe zu machen oder so ähnlich. Oh Gott. Ja gut, komm, wir schauen die uns mal an. Ja, schön anfassen. Sehr gut. So. There are panties. There are what? I don't want to say that word again. Why? Because you're 12? So, und ja, es scheint hier ziemlich ja zur Sache gegangen zu sein, ja, wenn hier auf dem Weg ihr BH und Unterwäsche liegt, bin ich ja mal gespannt, was uns um die nächste Ecke hier erwartet. Hier liegt auch noch was. Oh! Oh! Seht ihr auch, was ich sehe? Es kann sein, dass das zwei Frauen sind. Ja, das würde mich natürlich freuen. There's a... Oh. Yes? There are two naked ladies out here. Can you handle that? Come on, I like naked ladies, same as anyone, but there's... You know. Two? Yeah. I know this will be tough for you, but try to pick your tongue up off the ground and do your job. Okay. Okay, also wir haben quasi gerade eben gesagt, dass wir mit einer nackten Frau könnten wir das vielleicht noch so gerade so hinkriegen, aber mit zweien ist es dann relativ schwierig und Delia hat uns gesagt, dass wir unsere gottverdammte Zunge vom Boden aufrollen sollen und unseren Job machen sollen. Ja, und wir hören jetzt auch schon hier so ein bisschen Musik. Natürlich sehr, sehr laute Musik, oder? Passt eigentlich gar nicht hier in diese Stille. Ach, schau mal an. Was machen die denn? Was haben die denn? So Wunderkerzen oder so, hä?
Wunderkerzen und... ja, wurden... Sie haben uns anscheinend auch bemerkt und wir wurden gerade gefragt, ob wir so ein bisschen spannen. Und ja, die sind betrunken komplett, die beiden. So, können wir da eigentlich hier so ein bisschen... Zeigen wir hier? Können wir zu denen rüberschwimmen? Ich würde gern zu denen rüberschwimmen. Geht das? Nee, schade. Ja, ist doch super. Kennt jemand von euch so die Sage von den Sirenen? Wenn da so einsame Schiffsfahrer vorbeigefahren sind an dem Felsen, dass sich da Monster in hübsche Frauen oder in das, was man begehrt, verwandelt hat. Sieht so ein bisschen danach aus, ne? Na gut, wir wollen jetzt mal nicht so genau hingucken, ne? So, aber das Radio, die Musik, die stört ganz schön. Boombox, naja, das sagt ja schon der Name, was es ist. Oh, jetzt. Also Chelsea und Lily, die sind hier. Und die haben entschlossen, noch ein bisschen schwimmen zu gehen. Und ich möchte eigentlich nicht alles jetzt 1:1 übersetzen mit dem Tiny Dick. Das könnt ihr euch mal, ja, das könnt ihr euch mal im Wörterbuch anschauen. I took their stereo. Okay, well, I guess we're all even then? Yeah, I think so. But seriously, though, thanks for dealing with it. So, warum können wir die jetzt nicht ausschalten? Warum können wir die nicht ausschalten? Und wo sind die jetzt hin verschwunden? Die sind schwimmen gegangen, okay? Aber eigentlich, naja, gut. Ich würde jetzt aber gerne diese Boombox, würde ich jetzt gerne nehmen und... Bam! Komm, nochmal hier. Kaputt machen hier, komm. Geht nicht, die ist unverwüstbar. Ah gut, dann stellen wir sie wieder zurück als guter Park Ranger. Aber eigentlich stört das doch die Natur, oder? Mann, Mann, Mann. Na gut, aber schade, dass die beiden Frauen da nicht zu uns kommen wollten. Wir sehen vielleicht wirklich aus, so wie auf dem Bild, was wir gesehen haben. So. Die Unterwäsche ist auch hier so schön. Ja, das ist auch alles so schön hier, wie soll ich sagen? So schön verwinkelt und so weiter. So, Feuer ist aus. Und wir sollen jetzt wieder zurückgehen zu unserem Aussichtspunkt oder zu unserem, ja, Aussichtstower. Hey, I'm back near that big rock outcropping, but not sure how to get back. I'd head west, back towards the lake, and then turn north towards the canyon. Okay, wir sind jetzt hier und... Ja, hier ist unsere Abseilstelle. Und wir sollten zum Fluss zurück und dann westlich... Und dann durch den Canyon durch. Okay. Also müssen wir wieder zurück. Wir sind natürlich falsch gelaufen. Ist ja klar. Also prinzipiell solltet ihr mit mir nirgendwo in die Wildnis gehen, ja? Weil Orientierung uns... Was? Wir kennen? Nehmen wir noch mit hier. Zack. Prinzipiell solltet ihr mit mir nie irgendwo in die Wildnis gehen. Also ich habe zwar so ein bisschen Orientierungsgefühl, aber ja... So alles andere ist eher so, ne? Nee, also ich gehe auch schon gern mal campen, das ist kein Problem. Aber, ja, ist doch schön so am Ende dann so ein bisschen eine Dusche zu haben am Ende des Tages, ja? So. Hey, there's a trail to Two Forks Tower down here near the lake. Yeah, that's your tower. So I should go this way. Well, you're not climbing back up that slide. So, wir haben einen Wegweiser gefunden, wo wir nicht wussten, was er bedeutet, und uns wurde gerade gesagt, dass das unser
Aussichtspunkt ist, also sollen wir den gehen. So, hier kommt wahrscheinlich dann im Winter oder im Frühjahr und im Herbst kommt ja wahrscheinlich so ein Bach runter von der Schneeschmelze. Dun, 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 dun. So, und jetzt sind wir hier in diesem Canyon. Ja, hier mit dem kleinen Wasserlauf hier. Sehr hübsch. Sieht wirklich so ein bisschen Canyon-mäßig aus, ne? Ist eigentlich sehr, sehr hübsch gemacht. So, hier wieder. Oh, hier über. Wieder über den Baum. Zack, 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 zack. Und einmal hoch. Uah. Ja, wir sind schon etwas älteres Semester. Ja. Und nochmal. So. Und. Ja. Wir haben ja auch für die 8 Meilen haben wir ja auch 1,5 Tage gebraucht, ne? Das wisst ihr ja. So. Zack. Und hier rüber. Und. Mann, Mann, Mann. Also es ist wirklich nicht einfach hier zu wandern. Oh, und hier muss wahrscheinlich mal sehr, sehr frühzeitig ein Fluss durchgerauscht sein. Was willst du uns denn erzählen? What is it? Look, I was drunk last night when I welcomed you to the job. Yeah, well, you're not the first boss to be guilty of that. I know I can get a little pushy, you know, putting you on the spot about why you're out here and stuff. It's fine. I'll keep that sort of a thing to a minimum. Anyway, let me know when you get back to your lookout. So, also Delilah hat sich quasi entschuldigt, dass sie gestern, als wir angekommen sind, ja, dass sie da ein bisschen betrunken gewesen ist und dass sie uns eigentlich nicht so direkt fragen wollte nach, warum wir jetzt den Job angenommen haben, etc. Und da haben wir gesagt, das ist alles in Ordnung, brauchst dich keine Sorgen machen. Das geht schon alles seinen Gang. Ja, gut, und ob wir und wie wir jetzt zurück zum Tower kommen, würde ich sagen, machen wir dann in der nächsten Folge. Es hat mich gefreut, dass ihr wieder mit mir hier dieses Abenteuer, ja, durchlebt habt mit diesen zwei neckischen, nackenden jungen Fräuleins. Ja, und bin mal gespannt, was das Spiel so für uns in den nächsten Zeit noch bereithält. Ich habe mich gefreut, dass ihr wieder mit dabei wart. Macht's gut, bis zur nächsten Folge, euer Dude. Ciao, ciao.